herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir haben unser Haus umdekoriert und das möchten wir euch heute zeigen. Wir nehmen euch mit, wie wir das Ganze gemacht haben und wir machen mit euch eine Haustour. Ganz viel Spaß und los geht's! So, wir fangen jetzt als allererstes mit dem Boden an. Das könnt ihr hier gerade sehen. Wir haben neuen Boden verlegt. Einmal in der Küche, im Kinderzimmer und im Bad. Zweimal Holzoptik. Einmal fürs Kinderzimmer und für die Küche. Und dann noch einmal Fliesenoptik fürs Bad. Dann haben wir jetzt hier einmal eine Backsteinwand in die Küche gemacht. Wollten wir schon sehr, sehr lange. Sieht übrigens richtig, richtig gut aus. Und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so schön findet. Dann kommt jetzt Josies Zimmer. Wundert euch nicht wegen den Farben. Nachher, wenn die Möbel drin sind, könnt ihr euch das genau anschauen. Und dann werdet ihr sehen, dass die Tapeten jetzt passend zu den Möbeln sind. Ja, und hier könnt ihr Kiras Zimmer sehen. Da haben wir dieses Muster genommen, was wir persönlich sehr, sehr schön finden. So, hier könnt ihr das Bad sehen. Wir haben uns für Marmoroptik an den Wänden entschieden. Sieht richtig, richtig schön aus und passt auch sehr gut zum Bad. Und hier könnt ihr das Wohnzimmer sehen, da haben wir uns für diese Holzoptikwand entschieden. So ihr Lieben, jetzt habt ihr einen kurzen Einblick bekommen, wie wir das neue Haus eingerichtet haben. Wir haben euch halt so gut wie möglich mitgenommen und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine ganz kleine Roomtour und ich zeige euch jetzt nochmal alles so. Also wir haben hier auf jeden Fall Kiras Zimmer. Hier oben ist auch ihr Name, das habe ich ausgedruckt. Alles ist übrigens ausgedruckt, also Fußboden und auch die Tapeten, es ist alles ausgedruckt und wir haben alles ein bisschen neu eingerichtet und hier haben wir nochmal das alte Bett von Josie, das verwende ich wieder. Sie hat auch ihren Namen ausgedruckt und neuen Boden und neue Tapeten. Ich finde, das passt jetzt alles ziemlich zueinander, also wesentlich besser wie davor. Hier haben wir das Bad, hier ist jetzt ein Fliesenboden drin. Hier haben wir ein richtig schönes Bild von Urlaub und die Wände, das ist Marmor und ein paar Bilder hängen dran und auch noch ein bisschen neu eingerichtet. Und ich finde, das sieht jetzt wesentlich besser aus. Dann haben wir jetzt hier nochmal das Schlafzimmer. Hier drüben ist, wir haben jetzt hier die Wände übrigens neu gebaut. Ihr seht schon, hier ist jetzt hier wesentlich weniger. Jetzt komme ich an alles besser ran. Hier ist jetzt ein kleines Regal, hier ist der große Schrank und hier haben wir jetzt das Bett und da steht auch noch eine Schrift. Genau, wir haben viele Bilder benutzt mit einer Schrift und das Regal. Hier hinten ist dann jetzt die Küche. Die zeigen wir jetzt auch gleich nochmal. So, hier hinten nochmal die Küchenzeile und ja, das haben wir auch alles richtig schön eingerichtet. Hier hinten seht ihr jetzt den Essbereich, da steht eine Müsli-Schale drauf und die Tischsets. Wir haben neue Stühle benutzt. Ja, und jetzt haben wir hier das Wohnzimmer, hier steht die alte Couch. Und das ist eigentlich relativ gleich geblieben, bis auf der Fernseher. Der steht jetzt da drüben. Und dann zeigen wir euch jetzt nochmal die Garderobe, denn die ist jetzt ganz woanders. Genauso wie dieser Bogen, dieser Torbogen, der ist jetzt auch ganz woanders. Ja, hier ist jetzt nochmal der Torbogen, den haben wir ganz anders gebaut. Hier ist jetzt eine kleine Garderobe, die war ja davor auch so nicht. Und im Ganzen könnt ihr sehen, richtig, richtig coole neue Bilder haben wir auch benutzt. Und ja, wir hoffen, sie gefallen euch. Die haben wir übrigens alle ausgedruckt. Genau, wir haben alles ausgedruckt und wir hoffen, es gefällt euch. Schreibt uns gerne mal unter den letzten Community-Post.
Wie euch das Ganze gefällt. Wir finden es richtig, richtig cool und es sieht wesentlich besser aus. Schreibt gerne in die Kommentare, hat euch das alte Haus trotzdem noch gefallen oder eher jetzt dieses neue. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. So, das sind jetzt alle Sachen, die wir übrigens ausgedruckt haben. Die wollten wir euch jetzt so nochmal zeigen. Einmal hier dieses Sternenmuster vom Bad. Alles ausgedruckt, findet ihr alles. Dann haben wir hier die Erdbeeren. Die sind ja in der Küche, die haben wir auch so ausgedruckt. Das sind jetzt noch Reste. Und ja, der Holzboden vom Kinderzimmer, die werden wir versuchen irgendwie noch zu verwenden. Die zwei Sachen vom Kinderzimmer, von Josie. Genau, da können wir vielleicht auch noch was verwenden. Das ist vom Bad. Von Kiras Kinderzimmer. Das ist vom Wohnzimmer. Das ist dieses Holz, Boden, Holzlaminat, wie man das auch nennt. Da ist nochmal Kiras Name. Aber das war leider zu groß. Deswegen konnten wir das nicht verwenden. Hier haben wir ein großes Bild von Familie Schneider. Haben wir ausgedruckt, wollten wir eigentlich aufhängen als Familienfoto, aber ist viel zu groß geworden. Dann hatten wir dieses Muster hier noch. Das fand ich auch richtig, richtig schön. Das haben wir jetzt gar nicht genutzt. Werden wir vielleicht für ein anderes Haus benutzen. Und dann haben wir jetzt noch mehr Schrift. Wir haben hier Happy ausgedruckt. Das ist leider alles viel zu groß geworden. Müssen wir mal gucken, ob wir damit noch was machen können. Und hier nochmal zwei Schriften. Die sind leider auch zu groß. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert kostenlos unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Auf Instagram findet ihr uns unter Familie Schneider Official. Wie euch das Haus gefällt, könnt ihr uns gerne mal unter den letzten Community-Post schreiben. Wir würden uns echt sehr über Feedback freuen. Wie findet ihr das Haus? Findet ihr es besser wie das alte? Schreibt uns das gerne mal alles in die Kommentare und vielleicht, was ihr anders gemacht hättet. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!